Und wie versprochen, machen wir direkt weiter, ohne Pause. So, gespeichert hatte ich. Ich mach nochmal, weil ich Kurzzeitgedächtnis habe. So. Ich wollte jetzt noch zu dem Brunnen hier hin. Das ist ja easy. Raus. Da leicht rechts. Links herum. Ich höre was. Okay. Kann ich mich jetzt verlaufen? Ja, tatsächlich. Aber ich guck mal hier. Hier ist ja nichts mehr, ne? Ja. Wie bin ich denn da jetzt dran vorbeigelaufen? Ich quatsch zu viel, ne? Da! Perfekt. Da weiß ich direkt, was zu tun ist. Einmal noch angucken, bevor wir die da reinschmeißen. Ja, sieht ganz gut aus. Schon mal wegschmeißen. Genau das ist es doch. Ach so. Ich habe gedacht, man könnte die hier so. Hä? Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, möge den Zorn der Mutter Miranda. Hä? Ich habe jetzt echt gedacht, ich könnte die. Weil Holzziege, ne? Habe ich mich so krass geirrt? Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Duke. Oder ist hier noch was abzuklappern? Da kommen wir ja nicht durch. Dietrich haben wir ja. Da ist noch ein Brunnen. Ich bin ja jetzt hier, da gerade. Oh, da ist easy hinzukommen. Also hier lang. Links. Nein, Quatsch. Ich meine natürlich rechts. Und jetzt links. So. Lass mal gucken. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Mach mal. Das war ja. Nein, ich bin da in den Weg rein. Ah, da wo ich eben war. Deswegen kam mir das jetzt auch so bekannt vor. Also ich muss jetzt hier raus und links. Nein. Hier Leiter hoch. Irgendwie muss man hier. Hä? Achso, ich kam hier ja nicht vorbei. Also muss ich jetzt hier in das Haus rein? Nein, das glaube ich zwar nicht. Ich glaube eher die Leiter hoch, aber ich. Kann man hier überhaupt noch rein? Jetzt hör auf, so viel zu quatschen, Mann! Bin der Geister, Chris. Ich muss noch mal gucken, ob wir da mit der Leiter was reißen können. Aber die war, glaube ich, nur dazu da. Hier kann man nicht durch. Da kann man nicht durch. Vielleicht mit der Leiter. Wenn das nicht geht, gehen wir echt zum Duke.
Da sind wir reingeplumpst. Bringt nicht viel, ne? Aber hier war ich doch. Da ist der Tracker. Hier muss... Ich muss zugeben, ich bin gerade überfordert. Ich guck noch mal hier so. Da runter jumpen bringt nichts, kommt man eh nicht hin. Hier sind wir hoch. Ich müsste darüber. Hier ist ein Seil. Da ist ein Seil. Das ist da hinten. Da ist auch ein Seil, da kommen wir nicht dran. Ich bin überfragt. Überfragt. Ich laufe einfach mal und vielleicht klappt's ja. Nein, klappt nicht. Gut. Das ärgert mich ein bisschen. Da komme ich ja nicht wegen Tracker vorbei, richtig? Richtig. Also ist kein Tracker. Ansonsten. Da geht's nicht weiter. Da gibt's keinen Durchgang. Ha. Wahrscheinlich hier vielleicht. Aber da muss hier das erst auf sein. Hier könnte ich noch rein und hier. Das ist noch interessant. Drehen, Duke. Gehen wir mal zum Duke. Na, und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt vier insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Die ist scheiße. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Ja. Der dritte ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Oh, Schätze. Eieiei, gut. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Du willst dich nur umsehen, tu dir... Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Ja, ich habe ja schon was, ne? Können wir machen. Was ist das? Maximale Gesundheitssteigert. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Nein. 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 Oh, das basteln wir uns, ne? Die maximale... Klar.
Hä? Nur nicht nachlassen. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Bin gleich zurück. Lecker Kräuterfisch. Et voilà. Bitte bedien dich. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Ja. Wenn die Gesundheit steigt, immer her damit. Ja. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Die muss für irgendwas gut sein, ohne Scheiß. Wurde wohl in Ritualen verwendet. Sehr wertvoll. Und hier wertvoll kombinierbar. Solche. Ach komm, weg damit. Ich glaube, ich irre mich nämlich. Weg. 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 Ich hör auf. Ich hör auf. Aha. Ich habe mal ein bisschen Kohle. Erstmal hier gucken, ob es hier was Neues gibt. Was ist das? Zielfernrohr. Ah, ich weiß ja nicht, ob ich so oft in die Ferne. Wusste ich doch, dass die. Schieße, aber ich will es unbedingt haben. Beachte mich gar nicht. Ich glaube nämlich, ich werde hierbei bleiben. Das ist ein Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Ja. In die billige Wumme will ich gar nichts investieren, aber hier ist schon. Oder soll ich doch? Ach, das ist ja keine. Ach so, das ist ja nicht mehr die Lemi. Aber nein, ich lasse es. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Schönen Tag. Also jetzt hat er uns die Schätze auf der Karte eingezeichnet. Gucken wir uns das mal an. Oh, noch mehr zu entdecken. Da! Da! Das ist da, wo ich nicht hinkomme. Warum nicht? Hier außenrum, da ist auch noch ein Schatz. Und easy zu erreichen. Ja, tut mir leid. Ich bin jetzt ein bisschen auf Schatzjagd. Also, die zweite wäre ja. Hier ist auch noch was. Oh? Wie kommt, da muss man die Zugbrücke irgendwie, oder wie? Also, alles ganz interessant. Machen wir uns einen Schlachtplan. Hier kam ich aus irgendeinem Grund nicht hin. Aber den Schatz kann ich mir holen. Luisas Erbstück. Und das ist ja auch nicht so weit weg und wir haben schon alles weggeballert. Hol ich. Und ich kenne sogar den Weg. Aber die Frage ist, ich war da ja. Und da habe ich ja nichts gesehen. Kirche hier. Genau. Ich habe da ja nichts gesehen. Kann man die Schätze erst finden, wenn die auf der Karte eingezeichnet werden, wahrscheinlich. Nice to know. Nice to know. Hier habe ich ja eben schon alles weggeballert. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist ja jetzt easy zu holen. Das machen wir. So, hier soll. Ah, da, tatsächlich. Schatz. Her damit. Eine Halskette. Hä? Luisas Halskette. Wo ist die denn? Da.
Die Kette, die Luisa trug, sie ist voller Asche. Stein aus einer Halskette. Aha. Und wir haben eine Halskette mit zwei Fassungen. Also, das ist so eine Sache. Ein Stein, da steht nicht kombinieren. Hier steht kombinierbar, da steht kombinierbar. Also die Sachen, die kombinierbar sind, verkaufe ich erst, wenn ich echt nichts gefunden habe. So, jetzt haben wir den Schatz erledigt. Sehr gut. Da kommt, da, das versuche ich jetzt gar nicht. Da kommen wir eh nicht rein. Hier ist ein Durchgang. Ja, ich wollte hier durch. Ich glaube, man kommt da durch. Also in doppelter Hinsicht gut hier lang gegangen zu sein. Oder ist das die eine Stelle, wo... Ah, ich glaube ja. Ich glaube, das war so. Wir gucken uns das einfach mal an. So, jetzt stehen wir so. Dann müssen wir hier links. Da waren die... Da waren ja die Dings da, die Bums da. Und hier kommen wir nicht weiter. Mann, das sieht doch alles so... röder aus. Okay. Gut, wenn wir hier nicht... Ach, das kann doch nicht sein, dass man hier nicht durchkommt. Sieht auf der Karte einwandfrei so aus, als könnte man da durch. Das ist hier, kommt man auch nicht vorbei. Ist das was? Das ist nur ein Stein. Ich bin echt froh, dass... Was ist denn das? Ich weiß halt nicht, welcher Schlüssel passt. Also. Ich höre doch hier Viecher. Oh, sehr geil. Ich höre doch hier Küken, ihr wisst schon. Ich höre doch was. Da. Ach komm, das ist ein Shotgun. Da muss man doch nicht so genau treffen. Von der anderen Seite verschlossen. Und da ich keine Hühnchen mehr höre. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Hier auch nichts mehr. Also die ist von der anderen Seite verschlossen. Ja. Wird man hier irgendwie... Ja, hier ist ein Gebiet und dann wird man da irgendwie zurückkommen. Okay. Ich halte das so. Wenn wir schon mal am Speicherpunkt vorbeikommen, auch wenn ich jetzt weiter zocke, wir haben erst 20 Minuten. 20 wollte ich noch oder so 10 zumindest. Speichern wir nochmal kurz. Dann ist diese Folge einfach nur ein bisschen was aufrüsten, pimpen. Die Pimpe-Folge. Etwas pimpen. So. Ich will nicht aufgeben, aber... Da ging es nicht vorbei. Hier ging es nicht vorbei.
Da komme ich zwar rein, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Maestro Sammlerstück. Ich will das Maestro Sammlerstück. Wie komme ich da ran? Und an den Brunnen will ich auch noch. Hier sind Leitern. Gut. Wie gesagt, 20 Minuten noch. Dann würde ich jetzt sagen, Weinberg. Das ist, glaube ich, Schloss Dimitrescu. Da gibt es auch noch was. Aber diese Brücke war zu, glaube ich. Hier ist ein Weg. Da waren wir noch nicht. Zugbrücke. Da brauchten wir was anderes. Okay. Ich könnte hier mal ganz kurz vorbeischauen und gucken, was da abgeht. Ja, ich weiß, ist jetzt ein bisschen eine komische Folge, in Anführungsstrichen, ja. Also muss ich jetzt hier links. An unserem Kumpel vorbei. Und dann wieder links. Ach, vier Schlüssel, da kommen wir noch nicht vorbei, oder? Ach so, da fehlt uns noch die Deko. Okay, dann hat sich das alles komplett erledigt. Da haben wir den... Dann kommen wir hier durch. Und da würde ich auch noch mal kurz gucken. Aber jetzt machen wir es mal hier. Und das ist dann die verdammte Puppe, glaube ich. Also von den vier Grafen finde ich dies hier eindeutig das Gruseligste. Aber das werdet ihr gleich noch sehen. Da werdet ihr euch wirklich drauf freuen. Ah, und ich nicht. Also doch, ich freue mich natürlich schon drauf, aber... Ah, das ist echt creepy. Creepy ist es. Creepy. Oder kommen wir wieder zurück? Da sind wir eben lang. Na, jetzt rechts und dann links halten. Kinderwagen. Puppenkopf! Brauchen wir! Kriegen wir aber nicht. Wie hieß nochmal das eine Spiel? Ganz altes Spiel. Da gab es eine Brücke, da konnte man, glaube ich, nur dreimal drüber und dann ist sie eingekracht. Erinnert mich ein bisschen daran. Jetzt sind wir hier, okay. Ethan. Was? Das Ethan, ist doch unsere Mia. Komm mit. Ja. Ich muss dir was sagen. Mia? Was geht hier vor? Was ja, Geister Chris und Geister Mia. Perfekt. Was willst du mir denn sagen? Du willst mich doch nicht in eine Falle locken, oder? Bist du überhaupt die richtige Mia? Das ist die Frage. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Ja, die... Was zum Teufel ist das?
Die Rose, die ist irgendwie anders, ne? Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Ja, ich kann es nur wiederholen. Die Rose, die ist ja irgendwie anders. Puppen. Ah. Puppen. Überall Puppen. Ah. Spinne ich jetzt? Ja. Okay, dann wollen wir mal. Ja, wir haben die Mia gesehen. Und wir haben einen Briefschlitz. Könnte funktionieren. Was zum Teufel? Auf geht's. Ah. Oh. Also ganz ehrlich, diese kleine Puppe, da ist ja einer von den Grafen, aber ich finde, die ist... Also das ist so ein typisches Horrorhaus, wo man wirklich einen Horrorfilm draus machen könnte. Okay. Ja, rein hier. Die Schatzkarte war hier bei der... Ja. Ah, ja. Nächster Speicherpunkt ist Pause für heute. Hier muss ich alle meine Energie aufwenden. Auf geht's! Man kann nicht schießen. Ich bin jetzt hier reingekommen und ich kann die Waffe nicht ziehen. Das sagt doch schon alles. Wie sieht's denn hier aus? Da ich nicht... ich würde gerne hier die ganzen Teller abschießen. Ja gut. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Dann gucken wir es um. Doch so schön, dass es im ganzen Haus überall knarrt. Und überall diese Puppen, Mann! Was haben wir hier? Ja, sehr gut. Ist halt ein Kraut.
wir da reingekommen? Nee, ne? Nein, das ist was anderes. Und hier kommen wir ja eh nicht durch. Dann wollen wir mal. Oh, oh, oh. Da haben wir sie. Oh, das ist ja easy. Da ist ja das. Oh, dann nehmen wir das und hauen ab. Oder? Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte, darf ich bei dir bleiben? Für immer. Was? Wo ist meine Waffe? Die hat sogar die Kohle genommen. Die hat uns alles weggenommen. Alles. Okay. Alles weg. Ja, hier ist eine Schreibmaschine. Jetzt haben wir 32. Ich könnte noch ein bisschen was machen. Aber ich heb mir das auch für die nächste Folge. Weil gesagt, wie gesagt, dieses Haus raubt mir die Energie. Wir können uns jetzt erstmal ganz kurz dieses Foto angucken. Das ist die Mia, unsere Mia, die erschossen wurde von Chris, ne? Chris Redfield. Wurde die erschossen. Und wenn ihr das Gesicht so seht und das mit der Puppe vergleicht. Diese Puppe ist Mia? Original. Gut, bevor wir jetzt an der hier rumfummeln und hier alles angrapschen, würde ich sagen, speichern wir und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Geister-Chris. Ciao.